Hello and welcome to this new edition of Photo TV News. And I want to start this edition with a topic that is very dear to us, and it's right in front of me. This is the German IPTV Award that we got last week in Berlin. And if you don't know what an IPTV Award is, IPTV stands for Internet Protocol TV. So it's the Internet TV Award in Germany, and we got it for the best business model, which is, I think, paying a little bit tribute to us being one of the few paid content offers in the world, and paying tribute thus also to you as our viewers who pay for this and who enable us to do this kind of work. So, IPTV Award on a personal note of Photo TV. Today's special topic is Parifoto, and for this I always have my co-host here with me, which is Uma. Hi, Uma. Hi. Take the world away. And let's go over to Paris, huh? Yes, that's right. For go over to Paris, many of you who speak English like me and don't know any French, it's Paris photo. But if you are in Europe and you know that it's Paris photo, it's an international fair on photography, and it's acclaimed to be the world's premier photography show. For many photographers around the world, this is that event in the calendar which they don't want to miss, right? Yeah, well, it's a big selling event. You have to imagine it like a big trade show with lots of booths from many galleries. And it's a great opportunity to get a good overview over the market. And a lot of photographers are also coming to that event to get in contact with collectors, to get in contact with galleries, and just to meet each other. So we were there again, as every year. And this year's Parifoto has a special topic, as every year. And this year it's Arabian and more specifically Iranian photography. To introduce that topic to you, we have led a first interview, which you will see right now. Paris Photo hat wie jedes Jahr ein Spezialthema, und dieses Mal ist es die arabische Welt, insbesondere der Iran. Und wenn es euch so geht wie mir, dass man über diese Welt speziell aus dem fotografischen Blickwinkel vielleicht nicht so viel weiß, dann hat man hier die Gelegenheit, enorm gut einen Überblick zu gewinnen. Das machen wir auch, indem ich mir eine Spezialistin dazu geholt habe, nämlich Jasmin Aizabak, die in der arabischen Bild Foundation, Arab Image Foundation, assoziiert ist, also Member dort, und sich sehr gut mit der Fotografie im arabischen Raum auskennt. Hallo. Hallo. Die Arab Image Foundation hat an der Ausstellung, die man hier auf Paris Photo sehen kann, mitgearbeitet. Und ich würde gerne wissen, wie stellt sich derzeit die Fotografie-Szene oder die Fotografie in der arabischen Welt dar? Wir wissen ja so viel davon nicht. Also ich selber sehe diese Szene als eine ganz normale Fotografie-Szene, sowohl in den arabischen Ländern wie auch im Iran. Was natürlich klar ist, dass diese Szene einer besonderen oder einer sehr reduzierten Gesellschaftsschicht reserviert ist, sozusagen. Ich erinnere mich, ich war 2003 im Iran, und da gab es dort eben schon eine Galerie, die für Fotografie spezialisiert war. Die kam dann auch direkt das nächste Jahr in 2004 zum ersten Mal hier nach Paris Photo, und die existiert nach wie vor. Dieses Jahr war damals schon eben ein Akzent auf diese Galerie. Dieses Jahr ist sie wieder im Statement. Also es ist nicht etwas ganz Neues, meiner Ansicht nach. Nun kennt man aus der arabischen Welt vor allem die sehr geometrische Kunstauffassung, die abstrakte Fotografie, und deswegen ist vielleicht die Fotografie für den Westen noch nicht so erschlossen. Ändert sich das gerade? Ich würde es so nicht sagen. Ich glaube, es hat schon immer sehr viel Fotografie im Nahen Osten, im Mittleren Osten gegeben. Sie war allerdings natürlich im Westen nicht so sehr bekannt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wenn sich die Fotografie geändert hat, dann, weil es heute einen Blick des Westens auf den Osten gibt und natürlich junge Leute, die in den Markt der Fotografie einsteigen, produzieren wollen, was dort gefällt, weil dort gekauft wird. Wir stehen vor einem Bild, was vielleicht nochmal diese Ost-West-Thematik ein bisschen in den Vordergrund bringt. Können Sie die Geschichte dazu erzählen? Also dieses Bild ist Teil einer Kollektion, die der Arab Image Foundation gehört. Der Künstler Akram Zatari hat diese Kollektion in die Foundation gebracht. Das ist ein Studio, das in Zaida existiert. Der Fotograf lebt noch. Akram hat mit diesem Fotografen seit 10 Jahren eben sehr eng zusammengearbeitet, um seine Kollektion sozusagen zu studieren und aufzuarbeiten, und hat unter anderem eben dieses Negativ gefunden. Ein Negativ von eben dieser Frau, die sich bei dem Fotografen hat
fotografieren lassen. Und anscheinend war ihr Mann darüber nicht sehr erfreut und ist dann zu dem Fotografen hingegangen und wollte von dem das Negativ haben, das heißt das Bild seiner Frau haben. Der Fotograf hat natürlich das Negativ nicht rausrücken wollen, weil da auch andere Bilder drauf waren. Und hat sich dann eben mit dem Mann sozusagen, sie haben sich, wie sagt man, geeinigt, dass er dieses Bild zerkratzt, damit auf jeden Fall niemand mehr dieses Bild sieht oder er das nicht wieder reproduziert. Nach einer Weile ist die Frau verstorben oder hat sich umgebracht. Und der Mann ist dann wohl zurück, um dieses Bild eben doch noch einmal zu haben, weil das eines der einzigen Bilder seiner Frau war oder das letzte Bild der Frau war, die das existierte. Es fällt auf, dass sie westlich gekleidet ist, ne? Da muss ich leider sagen, dass das wirklich so dieses Stigma ist im Westen, dass man sich im Osten nicht westlich kleidet oder was ist nun westlich? Ich glaube, wenn man zurückgeht in der Geschichte, hier diese ganzen Bilder, die Sie in der Ausstellung sehen, sind Bilder, die aus dem Mittleren und Nahen Osten kommen. Es war früher, glaube ich, ist heute auch noch, aber es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, der immer schon sehr westlich oder offen war. Also es gibt ja auch viele Christen zum Beispiel im Libanon. Das heißt, da ist diese Idee von sich bedecken und so weiter und so fort überhaupt nicht aktuell. Insofern ist das, glaube ich, wirklich was westliche Leute sehr überrascht. Wenn man im Libanon diese Bilder zeigt, ist das nicht so überraschend. Ja. Okay, also wirklich die Gelegenheit, einige auch vorgefasste Bildmeinungen mal zu revidieren, hier zu sehen, dass es eine Bilderwelt gibt, die dort entsteht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Also alles Gute für die Arab Image Foundation und die eigene Arbeit. Sie ist auch Künstlerin. Und wir schauen uns mal weiter Paris Photo an. That was Yasmin Itzebag from the Arab Image Foundation. She's one of the founding members of this organization. It's a non-profit organization that's headquartered in Beirut. And what's interesting about this organization, I understand that they have photographs of about 300,000 from this particular region, which is surprising because until a decade ago, photography was not even a popular form of expression in Iran and the Arab diaspora. So that's an interesting part, and it's nice to hear her perspective about this region. Next, we have Olivia Arthur. Mark. Magnum photographer, because we wanted to know from someone who has actually been taking pictures down there what work is like on site in this region, more specifically Iran, which has come a little bit into the headlines recently. So we went to meet Olivia Arthur. She's a photographer close to joining Magnum Photo Agency, the world-known photo agency. She has been an associate member, I think it's called, for a few months now, and she might be a contributor to Magnum soon. So let's see what she has to say. Now, while there's Iranian photography performed by Iranians, there's also Europeans looking at Iran, and I have one of them right next to me, Olivia Arthur. You're a newly associated member of Magnum Photo Gallery, and you have worked in Iran. What was it like there to as a photographer? Well, it was, I suppose, a surprisingly calm experience for me. I didn't go as a journalist. I went on a tourist visa, and I wasn't trying to photograph like in the streets or big demonstrations. It was just very simple, quiet moments, really. So I was, I didn't have a bad experience at all. I mean, with any of the authorities or anything like that. And I met some wonderful people, and that's really how the photographs came about.